Schlag, wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag? Ach egal, irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag, wegen elektrischem Schlag und so. Ach Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Ja. Okay. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Dieses Päckchen-Dach ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Oh nein. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh nein. Oh, ich hab's kommen sehen. Oh, Junge, ich werd nicht mehr. Oh, Junge. Okay. So geht's dann natürlich auch. Auch sehr interessant. Was haben wir denn hier? Ob da wohl nicht drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Ja doch. Hey Doc, Rufus. Fehlt da nicht irgendwie mehr? Endlich. Joel hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich geh da mal Boso suchen. Da sagst du was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Oh, das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Okay. Ist ja dein Geld. Ja, immer schön gaunern hier. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Ein Hai. Da oben. Da. Das ist ein Hai. Was er nicht weiß, macht ihm nicht heiß, oder? Toll. Ist da nichts drin? Ist ja... Hey du! Ja, ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Ernsthaft, Rufus? Ernsthaft? Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da wisst ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Lange einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Und dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon!
Tod dem Organon. Ah. Was war denn das jetzt? Ich glaube, das wissen wir selber nicht, was das jetzt war. Gehen wir mal zur Tür hier. Ich fass es nicht. Es ist mir egal, ob ihr die neuen Nachbarn seid. Da könnte Stephanus Diletti persönlich mit einem Kuchen vor der Tür stehen. Ich würde ihn trotzdem mit der Nagelpistole. Was zum? Wer bist du denn? Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für nervende Hausierer. Toll hat die Waldfee. Okay. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst, sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Leicht aggressiv, die nette Dame. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Ja. So. Also, wenn ich richtig bin, hat er gesagt, bei den Dogs, oder? Wen haben wir denn da, wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden? Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Das wehtut. Oh, ich bin doch schon so oft irgendwo gegengefallen jetzt. Geklatscht, abgestürzt. Dem sollte das nicht mehr wehtun. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shopomat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich, wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Wir nehmen die da. Oh nein. Sind das auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Ich wusste es mit dem Lolli. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? Na ja, klar.